ich habe mich für den Beruf des Mechatronikers entschieden, weil man in der Mechatronik nicht nur einen Beruf erlernt, sondern gleich mehrere Fachbereiche hat, sei es um die Elektronik, die Mechanik oder auch Sachen wie Robotik oder Schweißen. Ich heiße Kevin, bin 23 Jahre alt und mache die Ausbildung zum Mechatroniker in der B. Braun-Melsung AG und befinde mich im dritten Lehrjahr. Als Mechatroniker braucht man erstmal grundsätzlich technisches Verständnis und Interesse an den Anlagen, gerade an Produktionsanlagen. Ich bin Luise Rösholz. Ich leite den technischen Service hier am Standort Berlin. Das Besondere an unserem Betrieb finde ich einfach, dass man von Anfang an gewertschätzt wurde. Wir wurden in den ersten Tagen gleich vom Werksleiter begrüßt und auch gleich wurde uns gezeigt, was wir hier für einen Stellenwert haben. Und das hat mich einfach beeindruckt von Anfang an. Am Standort haben wir 50 Auszubildende aktuell. Wir bilden explizit für unseren Bereich, für unseren Standort aus und nehmen auch gerne alle Energie und alle Ideen von den Azubis mit auf in unser Unternehmen. Dazu gibt es Ideenwerkstätten. Wir bieten Englischkurse an, damit man sich auch weiterbilden kann. Also empfehlenswert für den Beruf ist auf jeden Fall ein hohes Maß an Flexibilität. Disziplin ist natürlich auch gefordert. Wir brauchen Teamplayer, wir brauchen einfach auch agile Teams, wir brauchen Flexibilität, die Spaß macht. Und wenn man mit Spaß dabei ist, dann geht auch die Entwicklung und dann geht auch alles Weitere. Besonders Spaß macht mir das Schweißen und die Arbeit mit der Mechanik. Ich stelle mir noch vor, auf jeden Fall den Techniker oder in die Richtung des Meisters zu gehen. Das heißt, mich dann noch weiterzubilden und das dann halt hier in den Betrieb mit einzubringen. Bewerben kann man sich vor allen Dingen online. Da findet man auch alle Informationen, die man braucht und auch diverse Events, um dann auch das Unternehmen vielleicht im Vorfeld schon mal ein bisschen kennenzulernen.